Seid gegrüßt, Volk. Kennt ihr das, wenn euer linker Joy-Con einfach beginnt, nach links zu laufen, beispielsweise in Zelda, und ihr fallt einfach in den Abgrund? Ich zeige euch jetzt, wie ihr das lösen könnt, ein für alle Mal. So, in den Systemeinstellungen könnt ihr nämlich eure Kalibrierung eurer Controller gucken und ihr seht schon, dass der ziemlich nach links geht, obwohl ich gar nichts drücke. Das Problem haben sehr, sehr viele. Ungefähr nach einem halben Jahr Nutzung der Joy-Cons. Und es ist natürlich ärgerlich. Will man jetzt wirklich 80 Euro ungefähr wieder für neue Joy-Cons ausgeben? Ich glaube nicht. Ich habe eine Variante, wo ihr für 3 Euro auskommt. Ich habe mein Problem jetzt mit dem Spray WD-40 relativ günstig, gerade für unter 3 Euro im Angebot, gelöst. Und wichtig dabei ist, dass ihr hinten auf der Rückseite schaut, ob es bei der Elektronik auch als Kontaktspray wirkt, weil es gibt ganz, ganz viele Sorten davon. Wichtig ist, dass ihr das benutzt, sonst macht ihr eure Joy-Cons kaputt. So, jetzt könnt ihr mit dem Kontaktspray eigentlich ganz wenig auftragen. Ich habe in dem Video leider irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich habe zu viel abgespritzt. Oh mein Gott, das hört sich so falsch an. Ich habe zu viel da reingespritzt. Das hört sich auch nicht besser an. Ich habe das Kontaktspray da reingehauen. Und da es ja die Kontakte nicht zerstören sollte, habe ich mir gedacht, könnte das nicht ganz so schlimm sein. Also probieren wir die ganze Chose jetzt mal aus und wir drehen direkt mal dort live hin. So, jetzt haben wir gleich unsere Control-Dinger, wenn die Anzeige endlich mal ein bisschen geht. So, jetzt können wir gucken, ob sich das gebessert hat und ihr seht, deutlicher Unterschied. Der Punkt springt wieder zurück, es driftet nicht mehr weg, das Problem ist gelöst. Jetzt muss man natürlich gucken, ob das auch gelöst bleibt, wenn wir zum Beispiel im Handheld-Modus spielen. Denn wir wollen ja auch sicherstellen, dass es auch im Handheld-Modus nicht irgendwie rumdriftet. So, da sind wir jetzt im Handheld-Modus quasi. Und wer wissen will, warum ich eine goldene Switch habe, klickt oben rechts mal drauf, wer da wirklich Bock drauf hat. Ich habe nämlich ein Video dazu gemacht. Aber jetzt zur Kalibrierung. Ihr seht, auch hier springt der Punkt wieder zurück. Das Ganze ist gefixt und das mit einem Kontaktspray für 3 bis 5 Euro gerade im Angebot für unter 3 Euro. Also geht los, Leute. Bei Kaufland zum Beispiel könnt ihr euch das holen. Ihr könnt auch jung sein. Ihr braucht keinen Ausweis für Kontaktspray. Holt euch das, wenn ihr die Probleme habt. Das ist sofort innerhalb einer Minute nicht mal gelöst. Besser als 80 Euro Joy-Cons. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und wenn es dir gefallen hat, folgt mir, denn so werden wir Strike Force vervollständigen.